Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Mad Games Tycoon und Freunde. Letzte Folge hatten wir ja einen wunderschönen Game Crash hier, ne? Also hier die. Ne, ich will hier nicht alles kaufen, das ist ja Bullshit. Der Spielemarkt war am Boden und wir haben einfach abgewartet und haben praktisch da nicht unser Spiel rausgebracht, was sich, glaube ich, als richtig rausgestellt hat, wenn ich hier unsere Verkäufe sehe. Deswegen werden wir hier definitiv nochmal 500.000 machen. Und was tun wir jetzt? Wir programmieren eine neue Engine, würde ich einfach mal sagen. Ich habe gesagt, wir wollen neue Spiele machen und neue. Achso, nee, halt mal. Ich habe auch was anderes noch gesagt. Wir machen mal auch ein bisschen auf langsam. Ich wollte nämlich auch ein Grafik- und Soundstudio. Das kriegen wir hier noch rein, oder? Komm, Leute, das kriegen wir doch hier noch hin. Das sollte doch hier definitiv noch machbar sein. Was machst du hier? Das ist Grafikstudio. Das muss gar nicht so groß sein. So hier. Und Sound. Das machen wir jetzt hier hin. Das muss schon etwas mächtiger sein. So. Gut. Das muss natürlich jetzt noch eingerichtet werden. Wie sollte es auch anders sein? Wir werden auch bald wieder umziehen müssen. Das muss halt leider sein, ne? Es gehört zum Spiel. Aber ich werde es wahrscheinlich so machen wie jetzt hier. Dass ich immer ein bisschen nachrüste, ne? Also nicht alles auf einmal vielleicht. Weil das könnte auf Dauer wirklich zu langweilig für euch sein. Aber es gehört halt dazu. Deswegen will ich es nicht ganz rauslassen. Ich hoffe, es ist okay jetzt so für euch. So, wir machen hier jetzt natürlich ein wunderschönes Soundstudio hin und ein wunderschönes Grafikstudio haben wir jetzt schon. So, das passt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch passendes Personal. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das zu finden. Das ist sehr, sehr gut. Der kommt erstmal hier hin. So ein guter Mann. Was habe ich denn jetzt? Grafiker? Grafiker, alles klar. Da brauchen wir natürlich jetzt sehr viele Leute drin. Machen wir mal vier hier. Und Sound machen wir auch mal erstmal vier. Und dann schauen wir, was noch da ist. Vier. Okay, noch ein 30er. Grafik ist auch noch ein 30. Jetzt haben wir beide 5. Das heißt für mich, ich mache jetzt erstmal noch einen Nachfolger, Freunde. Probiert das aus, wie das jetzt läuft. Mit Sound und Grafikstudio. Und dann können wir ja ein anderes Spiel oder andere Genre machen. So, Nintendo. 11,5. Gibt es da was Besseres? Nope. Das heißt, so. Das hat ja alles gepasst. Halt, da war doch ein neues. Moment mal. So, da war doch ein neuer nämlich. Zack. Das passt alles. Hoffe ich zumindest, dass jetzt alles gepasst hat. Ich habe jetzt zu schnell geklickt. Das war wieder sehr, sehr blöd. So, da brauchen wir wieder Sprachausgabe, was wir noch nicht haben. Und da brauchen wir Zwischensequenzen, was wir auch noch nicht haben. Und auch noch nicht erforschen können, leider. So, dann können wir ja wieder auf schnell machen. 107.000 verkaufen wir da oben immer noch. Was sehr, sehr schön ist. Ja, gut. Wir könnten ja mal schauen nach dem Preis. Wie sieht es denn aus? 499. Komm, dann machen wir jetzt 449 Dollar. Und zack. Und wie geht's hoch? Ja, um einiges geht es hoch. So, wir starten unsere Kampagne für den 10. Teil. Das hier wird immer noch gekauft, wie blöd. Halt, ja, das nervt ein bisschen, ne? Kann man das irgendwie einstellen, dass man sagt, die sollen immer die Tochterfirmen machen? Die Spiele? Also ihre Spiele? Kann man bestimmt irgendwie einstellen, ne? Warte mal. Entwickler. Aktienanteile. Geschäftsführung. So. Das muss ich jetzt bei allen machen.
Das ist aber ein bisschen stressig. Das ist ein bisschen stressig, Freunde. Aber das müssen wir halt jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Das ist aber ein bisschen Banane, echt. Das hätten sie ein bisschen anders lösen können. Finde ich. Muss man jetzt hier jedes Mal ranklicken. Das ist ja. Wir haben doch so viele. Deswegen natürlich, weil wir alle haben, kommen natürlich auch so viele Anfragen hier. Aber gut, das kriegen wir jetzt auch noch hin, Freunde. Wir sind hier einiges gewöhnt, deswegen kriegen wir das auch ohne Probleme hin. So hier. Epic Games wollen wir jetzt hier oben wieder anfangen. Ich liebe diese Musik bei diesem Spiel. Das passt einfach perfekt. So, Naughty Chicken, mach das bitte auch selbst. Also wenn ihr mal so einen Rundumschlag macht wie ich, dann macht es sofort, also macht es gleich, dass die es selbst entwickeln sollen, wenn ihr das wollt natürlich. Ich will damit nichts zu tun haben, ich will nur das Geld einstreichen. Mehr interessiert mich hier nicht. Deswegen, ja. Wir könnten natürlich auch alle schließen, ne? Dann wären wir wirklich die einzige Firma, wo es noch gibt. Das wäre natürlich auch eine Idee. Könnten wir auch mal machen. Das wäre mal was Neues, ne? Ich glaube, es hat noch keiner gemacht. Also, zumindest habe ich noch nichts gesehen darüber. Also gemacht hat es mit Sicherheit schon jemand, aber wahrscheinlich nicht aufgenommen dann. So meine ich das. So. Okay, das haben wir geschafft. Bum, bum, bum. Wir sind hier natürlich noch voll dabei. Dieses Spiel wird natürlich jetzt auch länger dauern. Aber ich hoffe, dass es auch besser wird. Hoffe ich zumindest. Sonst wäre es ja Banane, ne? Das hier extra reinzubauen. Dann wäre es ja blöd. So. Dum, 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 dum. Und wir produzieren hier auch nochmal eine halbe Million nach. Und wir machen weiter Werbung. Ja, gut, wir sind jetzt natürlich praktisch schon im Endgame. Wir haben zwar noch nicht alle Features und so, aber ihr seht das Geld und ihr seht überhaupt alles hier. Wir machen jetzt hier dauerhaft. Oh, ich wollte eigentlich dauerhaft machen. Komm, brech mal ab. Dauerhaft eine eigene Messe. Kid of Epic Games, ja gut. Wir schaffen es nicht mehr, Studio des Jahres zu werden. Wir hauen halt nicht mehr so viele Spiele raus. Vielleicht auch deshalb. Oder weil wir jetzt wirklich noch kein Sound- und Grafikstudio haben. Oder hatten. Das könnte auch daran liegen. Ich weiß es nicht genau. Wir könnten natürlich unsere Konsole auch nochmal ein bisschen pushen, ne? Weil es hat keine 100%. Das ist ziemlich frech, wie ich finde. Wir müssen hier jetzt nochmal eine Million produzieren, einfach, weil ich jetzt keine Lust habe, das die ganze Zeit zu machen. Und das können wir auch nochmal pushen, weil das hat auch nur noch 88%. Ist nicht so viel für uns. Und dann pushen wir das neue Spiel weiter. Naja. 74. Dam, 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 dam. Gibt es denn irgendwas? Konsole? Habe ich was vergessen? Feature? Habe ich da irgendwas übersehen? Nee. Habe ich auch nicht. Na gut. So, der 10. Teil bitte auch auf 100% pushen. Das wäre sehr, sehr freundlich. Gut, 99 reicht auch. So, ansonsten 39 Grafiker, 34 Grafiker. 44 Sound. Ich möchte nur über 40 bitte einstellen. Da fehlt noch ein Grafiker, fehlt da noch drin. Achso, wir sind ja fertig. Wir sind ja durch. Haha. Wir sind durch, Freunde. Deswegen veröffentlichen. Wir produzieren selbst in 4 Wochen. Das passt alles. Das ist okay. Jetzt mal sehen. Ja, 96%. Also, definitiv hat es jetzt irgendwie 6% gebraucht. 90 haben wir nur noch hinbekommen, ne? Ne, 1 Million bitte. Und wir machen natürlich direkt die Updates dafür.
und schauen dann nochmal in die Konsole, wie sieht es mit dem Preis aus. Ja, bald können wir wieder ein bisschen runtergehen. 2% haben wir mittlerweile schon, das ist nicht so wenig, ne? Muss man ja sagen. Und das ist alles sehr, sehr gut. Also es läuft wirklich perfekt für uns. So, wir machen jetzt die ganzen Auftragsarbeiten. Die Auftragsarbeiten, die Updates. Und hier haben wir jetzt auch schon wieder einen Haufen offenen Bestellungen. Das ist doch. Das ist echt zum Verzweifeln. Das ist. Update. Und hier bitte Feature erforschen. Oh, GameJoy ist rausgekommen. Der GameJoy. Wir müssen unsere Engine updaten. Dum, dum, dum. So. Wunderschön. Und wie viel verkaufen wir hier? Ja, komm, da werden wir nochmal 200. Upsi. Ja, ist doch okay. Jetzt habe ich mit meinem Handy vibriert. Und ich weiß nicht warum. Was soll das? Immer wenn ich aufnehme, ist irgendwas. Sonst interessiert es kein Schwein. Ne? Niemand. Ja, Digga. So, neue Engine. Wir machen. Was machen wir denn? Für was denn, Freunde? Wie ist denn? Wie sehen? Ich glaube, das haben wir letztes Mal probiert schon mal und es hat ja nicht geklappt so richtig. Das würde ich jetzt gerne testen, ob wir das diesmal hinbekommen. Das wäre doch mal eine interessante Frage, ob wir das schaffen. Hier ist aber nochmal ein Feature dazugekommen. Das heißt, wir müssen das jetzt gleich nochmal updaten. Beide Engines. Das ist aber kein Problem für uns. Mach da jetzt noch mal 1 Million, ist mir egal. So, und jetzt updaten bitte. Weil da jetzt noch ein Feature dazu gekommen ist. Müssen wir das leider tun? Und können nicht direkt anfangen, noch ein Spiel zu programmieren. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Dauert ja nicht so lange zum Glück. Wir haben ja sehr, sehr fähige Leute bei uns. Deswegen ist es okay. So, neues Spiel bitte. Der Meagles, Wild Drunk, Qua. Qua sagt nicht so viel, deswegen nennen wir das. Und wir sagen Krankenhaus mit für Erwachsene. Denke ich. Die Visim wird wahrscheinlich für Erwachsene sein, ne? Gehe ich, aber wird auch ein Denkspiel sein. Nein, nicht die Geschick-Inseln, bitte. Die Visim Plus, bitte. So, okay, Qua. Qua, bring uns bitte Glück. Das wäre sehr, sehr nett. Und auch für unsere Konsole natürlich. Und mit Kopierschutz. Und das hier war so. Das und das werden wir wahrscheinlich so irgendwie machen. Funktionen und Spiellänge. Kommen wir mal das hier mal so. Funktionen sollten, glaube ich, ganz hoch sein. Ich glaube, das könnte wichtig sein. Probieren wir es mal. Für alle, das hier. Machen wir mal so irgendwie. Und vielleicht das Sound ist, glaube ich, da gar nicht wichtig. So irgendwie. Wir müssen es testen. Ich weiß es nicht, ne? Es ist nicht so wie beim Geschick, wo ich das auswendig weiß. Und ich will mir es auch nicht irgendwo aus dem Internet holen, wie andere Leute, aber das mache ich nicht. Ich will das selbst rausfinden und dann kann man es ja immer wieder verwenden, wenn man es denn rausgefunden hat. Dann finde ich das okay, aber das jetzt so einfach aus dem Internet ziehen und dann damit sein Geld verdienen? Nö. Das finde ich nicht gut. Dumm. Dumm. Nein. Dumm, dumm, dumm. Ey, ich hab doch gesagt, da kommt das hin. Und Samis 2, natürlich. Nochmal 20.000. Ja, gut, unsere Leute da oben sind ein bisschen langsam. Büroarbeit. Zwei Stück dazu, vielleicht hilft das schon. Und hier können wir ja auch noch einen reinsetzen. So. Ach so, ich wollte da oben passt noch einen Grafiker wieder noch rein. Ja, komm, 36 ist okay. Aber unter 30 nicht mehr. Okay, so. Gut. Wir müssen hier aufpassen. Ja, gut, das wird reichen. Oh, Videoboom, das ist sehr, sehr gut. Das ist jetzt sehr, 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 sehr gut, Freunde. Keine Ahnung, 500.000. Die reißen uns die Spiele ja aus der Hände. Das ist ja. Ich komme gar nicht klar.
Ich komme gerade überhaupt nicht klar, was hier passiert. Müssen wir jetzt schon früher schon umziehen, wie ich dachte. Das wäre jetzt nicht so gut. Nein, das kommt noch nicht auf den Markt. Das kommt erst später auf den Markt. Wir kriegen das gar nicht weg. Wir kriegen. Komm, ich mache jetzt 2 Millionen. Das wird zwar viel zu viel sein wahrscheinlich, aber ist egal. Der Videospielboom ist jetzt natürlich hart, ne? Das jetzt hinzubekommen. Und was ist mit dir? Du hast keinen Durch. Dann geht darüber. Komm. Hey, hallo, ihr sollt da. Hallo, setzt euch da rein jetzt. Es ist alles voll, alles klar. Neue Forschung wird natürlich sofort gemacht. Jetzt haben wir zumindest mal das abgedeckt, ne? Das ist ja schon mal gut. Wir müssen natürlich noch weiter Marketing für unser neues Spiel machen, das ist ganz klar. Restbestände wird verkauft. Wie gesagt, Zweitvermarktung wird zu stressig. Wenn wir Zweitvermarktung machen, dann darf ich in der Zeit nichts anderes machen, Freunde. Also kein Spiel entwickeln oder sowas in dieser Zeit. Denn sonst kriege ich das überhaupt nicht hin. Sonst bin ich ja total überfordert. Das ist. So, wie sieht es denn jetzt hier mit dem Preis aus? Da können wir doch jetzt runtergehen auf. Da können wir jetzt ja richtig runtergehen. Dann gehen wir doch auf 399. Damit müssen wir das jetzt nochmal richtig ankurbeln. Gehe ich mal stark davon aus. Wir könnten das natürlich auch noch ein bisschen pushen. Das werde ich gleich tun, Freunde. Das werde ich gleich tun. Konsole, Semis. 72.000. Guckt euch unser Geld an. Das ist ja der hellste Wahnsinn. Das ist nicht mehr normal. Wirklich schade, dass wir die nicht zwei, drei Konsolen gleichzeitig auf dem Markt haben können, ne? Aber so ist es halt eben. So, ein 80er Titel. Oh, ich habe die Bugs vergessen. Ich habe die Bugs vergessen. Das heißt, für uns direkt Update raushauen und hier Bugs rausmachen und Spiel produzieren. Erstmal das hier wieder. Eine Million nochmal. Wir kommen gar nicht hinterher. Wir müssen echt jetzt. Ich denke, nächste Folge werden wir umziehen müssen, weil wir kommen nicht klar hier. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert einfach gerade nicht. Oh, wir sind endlich wieder Studio des Jahres geworden. Das ist sehr, sehr schön. Wir müssen aber Bugs rauskriegen. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt erstmal. So. Spiel produzieren davon auch eine Million bitte erstmal. Und ihr seht, wir haben da. Wir kommen überhaupt nicht hinterher. Wir schaffen es einfach überhaupt nicht. Gerade die Masse an Anfragen hier irgendwie zu bewältigen. Wir haben gerade gar keine Chance. So, Spiel produzieren. Das da wird nochmal 2 Millionen Mal produziert, weil ihr seht, wie viel da jetzt auf Bestellung noch ist. Es ist ja, puh, ziemlich hart. Wir haben ein hartes Leben hier, Freunde, denn wir müssen immer nachproduzieren und immer mehr Geld verdienen. Das ist harte Arbeit. Ach, schön. Nein. Hier noch das letzte Update raushauen. Wie viel? Ja, gut, 150 Bucks haben wir noch. Das heißt, wir werden trotzdem dann ein Patch noch raushauen müssen, um die Bugs rauszukriegen. Es geht nicht anders. Das gefällt mir nämlich nicht. Ein Spiel mit Bugs ist nicht gut, Freunde. So, Quar ist jetzt auch schon wieder am Ende. So. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich der reinste Wahnsinn, was hier passiert. Wie viel hier verkauft wird und so. Also, wir sind jetzt gerade mal 1990. Es ist ja nicht so, dass. Mir fällt da gerade nichts mehr ein dazu. Achso, wir müssen. Ja, ist doch okay. Wir müssen die Engine noch updaten, sonst vergesse ich das. Wenn ich jetzt das nicht gleich mache, vergesse ich das. Ihr kennt das. So.
Und die Wiesim bitte auch noch. Also, ich bin schon wieder weiter, weil ich will hier einen Spielbericht machen für Quor. Das wollte ich jetzt noch tun. Um zu sehen, wo wir so schlecht waren oder auch nicht so. Okay, ist es jetzt okay erstmal? Okay, anscheinend haben wir es jetzt irgendwie hinbekommen. Ja. Atmosphäre stimmt, das hier stimmt nicht, das stimmt gar nicht. Okay, Zielgruppe stimmt aber, das stimmt auch nicht, ist okay. Werden wir dann nächste Folge mal schauen müssen. Wir haben jetzt aber noch ein Feature, das werde ich jetzt in diese Folge auch noch packen. Wie gesagt, ich vergesse es sonst. Ich vergesse es sonst, wenn ich die Folge jetzt beende und dann, ja. Deswegen machen wir das jetzt noch kurz. Dum, dum, dum. Hier rein. Okay. So. Und dann die Visim hier rein. Zack. Okay. Und machen. Und okay, gut. Das war's dann für diese Folge, Freunde. Ihr seht, was wir an Kohle machen. 129 Millionen mit diesem Spiel. Mit Kid of Eden 10. Jetzt sind wir umgestiegen auf Wirtschaftssimulation. Müssen wir mal schauen, ob wir da auch so erfolgreich werden irgendwann. Wir werden es sehen, Freunde. Aber erst in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.